Hallo Freunde, als erstes möchte ich sagen, dass Hunde sich den Menschen anpassen, die sie großziehen. Und sie werden so, wie sie erzogen wurden. Pitbulls werden als die gefährlichsten Hunde der Welt gezeigt. Doch laut Experten sind es die Hunde, die am wenigsten beißen. Natürlich werden sie durch falsche Erziehung zu brutalen Tieren. Doch wenn man sie wie ein Familienmitglied großzieht, werden sie wie jeder andere Hund auch. In vielen Teilen der Welt werden Pitbulls sogar wie normale Hunde behandelt. Immer wieder hören wir, dass diese Hunde als brutal dargestellt werden. Doch dem ist nicht so. Wenn wir diese Hunde von klein auf gut erziehen, können sie sehr menschenfreundlich werden. Wie sie sich entwickeln, liegt in unserer Hand. Das sind Tyler und sein Hund. Er sieht seinen Hund als Freund an und hat sich nichts Schlechtes dabei gedacht, als er ein Bild auf Facebook geteilt hat. Er hat dazu geschrieben, dass er einen neuen Hund hat und wie glücklich er mit dem Hund ist. Das Bild, das er hochgeladen hat, wurde sehr oft geteilt und es hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es kam vielen Menschen komisch vor, dass er ein Bild mit einem Pitbull hochgeladen hat. Denn in Waterford, einem Teil von New York, ist es verboten, einen Pitbull zu halten. Nur kurze Zeit später kam die Polizei. Tyler wusste, dass er keinen Pitbull halten darf. Aber er wollte sich auf gar keinen Fall von seinem neuen Freund trennen. Die Polizei wollte seinen Hund aber trotzdem mitnehmen. Doch Tyler will beweisen, dass sein Hund kein Pitbull ist und hat versucht, das Tier zu testen. Tyler hat keine Mühen gescheut und hat über Facebook über 100.000 Unterschriften gesammelt, damit er seinen Freund zurückbekommt. Dank ihm und den über 100.000 Menschen, die unterschrieben haben, werden Besitzer, die von ihren Tieren getrennt werden, schneller wieder zusammenkommen. Freunde, was denkt ihr darüber? Sollten Tiere, die einen schlechten Ruf haben, von ihren Besitzern getrennt werden? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann teilt das Video. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.